freie Fahrt ins Kriegsgebiet. Die Siegespropaganda der russischen Militärs, sie hätten Tschetschenien vollständig eingekreist, erweist sich als Lüge. Die Angreifer haben lediglich die Brücken zerstört. Im Hinterland trainieren die Partisanen. Der Widerstand der Tschetschenen lockt auch Verrückte und Fanatische an die Waffen, so den Russlanddeutschen Hans Berger. Ihm macht Krieg einfach Spaß. Wie die meisten hier kann Berger kein Deutsch mehr. Aber er hat sich seine deutschen Vorbilder bewahrt. Adolf Hitler war ein hervorragender Mensch. Er hat sich standhaft der Roten Pest widersetzt. Er kämpfte gegen die Roten, also gegen die, die uns hier hinter Stacheldraht eingesperrt haben. Er war damals das einzige Gegengewicht zu der roten Gefahr. Wir bedauern sehr, dass Hitler den Krieg nicht gewonnen hat. Hätte Hitler gesiegt, dann würden die Menschen jetzt viel besser leben. Die Russen hätten uns nicht zwangsumsiedeln können, nicht in Konzentrationslager einsperren und nicht töten, wie es unter Stalin passierte. Die klugen Tschetschenen haben schon während des Zweiten Weltkrieges erkannt, die Faschisten, die Deutschen, bringen uns Freiheit. Viele Tschetschenen haben gemeinsam mit den Deutschen gekämpft, gegen Russland. Unheimliche Traditionen, an denen mancher gerne anknüpfen möchte. Wir brauchen die Symbole der SS. Alles Übrige treiben wir selbst auf, Waffen und das ganze Kriegsgerät. Aber wir brauchen deutsche Symbole. Schwarze Uniform, gut geschnitten. Unsere Soldaten müssen perfekt aussehen, damit diese Rotzjungen dort begreifen, mit wem sie es hier zu tun haben. Hans Berger ist nicht der einzige Deutsche hier. Fährt man im Dorf einige Kilometer weiter, kommt man zur Familie Steinmetz. Wie bei Berger stammt auch ihre Bindung an Tschetschenien aus der Weltkriegszeit. Stalin verbannte Russlanddeutsche und Tschetschenen gemeinsam in die kasachische Steppe. Man heiratete untereinander. Die Steinmetz haben sogar noch gebrochene Kenntnisse der deutschen Sprache bewahrt. Geschehen kann ich nicht, alles weiß ich nicht. Was ich weiß, schwätze ich. Die sagen Deutsch. Ja? Die gemeinsame Verbannung schweißte zusammen. Deutsche und Tschetschenen haben hier immer freundschaftlich zusammengelebt. Wie Brüder und Schwestern. Die Anflugschneise der MiG-Bomber auf Grozny führt direkt über das Haus der Familie Steinmetz. Die russische Aggression nährt hier den Glauben, Opfer einer unheimlichen internationalen Verschwörung zu sein. Weitere Freunde Hans Bergers. Weil sie die Russen hassen, hoffen auch sie auf Heil durch Hitler. Tschetschenische Panzer patrouillieren auf der Straße ins 30 Kilometer entfernte Gudermes. Auch dort sind die Deutschen längst da. Albert Weisert konvertierte 1950 zum Islam. In der Verbannung heiratete er eine Tschetschenin und gründete mit ihr eine Großfamilie. Die russische Regierung, das sind doch alles Juden. Die haben nur ihre Familiennamen geändert, damit man das nicht merkt. Auch Jelzin wird gewöhnlich als Jude bezeichnet. Weisert-Sohn Hassan kämpft mit der Kalaschnikow gegen die Russen oder, wie er glaubt, gegen die jüdische Verschwörung. Nazi-Ungeist mischt sich mit muslimischem Antisemitismus. Hassans Trupp spürt bei der Nachtwache vermeintliche Volksschädlinge auf und fährt regelmäßig zu Einsätzen nach Grozny. Fühlen Sie sich noch als Deutsche? Natürlich fühle ich mich als Deutsche. Ich bin oft zu anderen Deutschen in verschiedenen Regionen Russlands gereist. Es gibt eine große Seelenverwandtschaft. Zu 80% sind wir uns ähnlich. Wir haben die gleichen Gewohnheiten. Die rechtsradikalen Russlanddeutschen sind nicht die einzigen Blut- und Bodenkämpfer, die das Leiden der Tschetschenen zum Vorwand nehmen für den Endkampf gegen das Judentum. In der tschetschenischen Kommandozentrale in Schali tummeln sich auch ukrainische Nationalisten.
Das ist der Kampf der Völker für die Freiheit gegen das gottlose Moskau. Ob unter zaristischem, rotem oder demokratischem Mantel. Moskau war immer von den Juden beherrscht. Von dort aus wird das Blut von Christen und Moslems vergossen. Die ukrainischen Antisemiten kämpften während des Zweiten Weltkriegs gemeinsam mit den Nazis. Gott mit uns. Gottvertrauen hilft, die Gefahren des Krieges leichter zu ertragen. Russland wollte uns das Fürchten lehren, aber sie haben das nicht geschafft. Im Gegenteil, sie haben sich selbst in den Abgrund gestürzt. Wir hingegen leben und sind gesund, wie Sie sehen. Wir sind stolz darauf, dass Sie den Krieg gegen uns angefangen haben. So konnten wir Ihnen beweisen, dass wir unsterblich sind. Noch niemals hat jemand die Kräfte von Allah besiegt. Sie können Allah nichts entgegensetzen. In der tschetschenischen Kommandozentrale wartet ein weiterer internationaler Helfer. Bill hat sich alleine aus Washington DC bis hierhin durchgeschlagen. Ich habe die Bilder des Todes und der Zerstörung im Fernsehen gesehen. Und ich habe erkannt, dass ich nicht mehr ohne Scham in den Spiegel schauen könnte, wenn ich den sterbenden Menschen den Rücken zudrehen würde. Da Bill den ihm angebotenen Waffendienst verweigert, wird er der Erste-Hilfe-Brigade zugeteilt. Ein Gotteskrieger bildet die Krankenschwestern aus. Alles ganz anders als zu Hause in Washington, D.C. Du wirst mit uns schießen. Lass uns gemeinsam auf die russischen Schützenpanzer feuern. Nein, nein. Was heißt dir nein? Das bringen wir ihm bei. Der möchte doch selbst. Ich helfe medizinisch, bin gegen Gewalt. Hier hast du ein Maschinengewehr. Nein, nein, bitte. Nimm, was wir dir geben. Fast stündlich fährt der Kriegsshuttle Freiwillige aller Länder ins Gefecht. In 20 Kilometern Entfernung kann man kämpfen, Mann gegen Panzer. Die Aussichten auf den Heldentod sind gut.